grüße euch wie immer Paraguay Live, aber nicht wie immer, grüße euch ganz herzlich aus dem internationalen Flughafen Silvio Pettirossi in Asunción. Okay, also heute werde ich euch berichten, wie ich persönlich nach Polen, also nach Europa fliege. Okay, also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Okay, bis dann. So, also wie gesagt, jetzt sind wir drinnen im Flughafengebäude. Es ist eines Gebäude, aber ganz nett und ganz übersichtlich. Also der Flug geht um 19.25 Uhr ganz genau von Asunción nach Madrid. Und dann fliege ich halt direkt von Madrid nach Warschau. Ihr könnt aber auch gerne mit Air Europe direkt von Asunción nach Madrid fliegen. Und von Madrid direkt mit Air Europe nach Frankfurt bzw. auch nach München. Also guten Flug, mach's gut, bis dann. So, jetzt ein bisschen entspannt. Wir haben noch so ungefähr 40 Minuten bis zu dem Flug. Das ist ganz nette Atmosphäre, ganz locker, also nicht mal vergleichbar mit Frankfurt oder Madrid oder anderen großen Flughäfen. Also von daher geht es ja hier mehr als zu Hause ohne sämtliche Probleme. Also kann ich Ihnen noch empfehlen. Hoffentlich der Flug nach Madrid dauert es ungefähr knappe 12 Stunden. Also von daher geht er rucki zucki. Mach's gut, ich melde mich. Wenn es alles okay geht, von Madrid aus. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, nochmal ein paar Flugdaten. Also wir sind jetzt hier über 2,5 Stunden schon unterwegs. Und wir sind vor kurzem über Brasilien geflogen, also über die Hauptstadt. Flugdaten. Da kann man alles in Englisch sehen. Air Europe, wie gesagt, von Asunción nach Madrid. So, wie gesagt, also 10.700 Meter in der Höhe, knappe 900 Kilometer Geschwindigkeit und minus 44. Also ich denke, so, wir gehen da mal langsam ins Bettle, ist übertrieben, aber kleine Nickerchen machen, bis dann. Also, zack, wie ihr seht, sind wir schon in Madrid, nach diesen paar Stunden, alles gut abgelaufen, alles super. Ich müsste halt meinen Koffer rausnehmen und ich muss jetzt etwas warten und praktisch einen neuen Check-in machen. Aber das ist kein Problem. Die Zollkontrolle war praktisch gar keiner. Ich bin da ohne Probleme reingekommen, im Prinzip nach Madrid. Jetzt warte ich noch ein bisschen, zwei Stündchen, bis ich wieder nach Warschau fliegen kann mit Geld. Sonst könnt ihr natürlich mit dem Transfer, also gar kein Problem. Ich glaube, in zwei, drei Stunden gibt es auch einen Flug nach Frankfurt bzw. nach München. Aber ist eigentlich ganz problemlos. So, da kommen schon die Taxis in Madrid an. Wird auch irgendwie kräftig gebaut, wie man sieht. Also ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal rein und warten auf den nächsten Flug.
alles gut gelaufen. Ich bin immer noch in Madrid. Gleich geht mein Flug nach Warschau und ungefähr um die gleiche Zeit gehen auch die Flüge nach Frankfurt bzw. auch München mit Air Europe. Also kurze Zusammenfassung, es ist top abgelaufen. Alles pünktlich, alles hat funktioniert, bin zufrieden, ganz kurze Wege. Also kann man Air Europe im Prinzip nur empfehlen. Das ist meine persönliche Meinung. Also wir sehen uns sicherlich bald in Warschau. Mach's gut, bis dann. Hier nochmal Teil des Flughafens in Madrid. Hallo, wie ihr seht, schon in Warschau. Das Wetter natürlich etwas anders. Also ganz im Herbst, es sind ungefähr 12 Grad. Und wie man sieht, schön die Blätter. Ist zwar schön, aber etwas gewöhnungsbedürftig. Gut, kurze Zusammenfassung. Also, ich bin von Asunción nach Madrid geflogen mit der Air Europe. Der Flug ging um 11.25 Uhr von Asunción aus. Es waren ungefähr gute elf Stunden Flug von Asunción nach Madrid. Da hatte ich ungefähr 3 Stunden Aufenthalt und da bin ich von Madrid direkt nach Warschau geflogen. Das waren auch ungefähr gute 3 Stunden Flugzeit. Von Madrid aber aus könnt ihr natürlich auch direkt mit Air Europe sowohl nach Frankfurt am Main natürlich oder halt auch nach München fliegen. Und da sind es ungefähr, schätze ich mal, 1,5 Stunden Flug bis nach Frankfurt, bis nach München natürlich etwas weit. Also die Verbindung mit einer Europe ist ganz in Ordnung. Das waren ungefähr, was habe ich bezahlt, ungefähr 1200 Dollar, also amerikanische Dollar. Ich habe auch nicht lange gesucht, also direkt bei Air Europe gebucht. Also, immer bitte unten in den Kommentaren bitte gerne eure Kommentare, eure Fragen bezüglich der Flüge grundsätzlich von Südamerika nach Europa. Ja, also das ist ja wichtig, nicht unbedingt auch von Paraguay nach Polen bzw. nach Deutschland, aber auch natürlich die grundsätzliche Verbindung zwischen Südamerika und Europa. Ja, also bis dann, die Likes immer nach oben, wie immer. In den Kommentaren bitte schreiben, teile das Video auch auf YouTube, auf andere sozialen Medien, damit auch andere Menschen, andere Leute, Bekannte auch was von Paraguay erfahren. Okay, bis dann, bis zum nächsten Video, mach's gut, ciao, ciao.